Länderspielpause vorbei, die Bundesliga steht wieder vor der Tür und die anstehende Aufgabe hat's direkt in sich. Am Samstag kommt der Rekordmeister, der FC Bayern München, in die WWK Arena. Wenn man die letzten Heimspiele sieht, die werden Vollgasstimmung machen. Die müssen uns mittragen und wir wollen unten richtig Gas geben und sie voll attackieren. Und dann hoffe ich einfach, dass uns die Überraschung gelingt. Für Sommerneuzugang Flo Niederlechner steht fest, den harten Brocken aus München kann man nur im Team schlagen. Jeder muss wollen und jeder muss alles geben. Schon in der Vergangenheit hat der FCA gezeigt, dass die Münchner verwundbar sind. Wir wollen volle Leidenschaft zeigen. Jeder soll für den anderen kämpfen oder jeder will für den anderen kämpfen. Nach der letzten Länderspielpause sind wir schon sehr gut rausgekommen und ich hoffe, dass es uns jetzt auch gegen Bayern gelingen wird. Für die Bayern steht am Samstag ebenfalls Wiedergutmachung auf dem Programm. Die Mannschaft von Niko Kovac will nach der 1:2-Heimpleite gegen Hoffenheim wieder dreifach punkten. Ich erwarte dort auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel, ein intensives Spiel, ein körperbetontes Spiel, wo wir gegenhalten müssen, aber wo wir dann auch unsere fußballerischen Qualitäten auf jeden Fall zum Tragen kommen lassen müssen. Wir haben die meisten Tore in der Liga geschossen, wir kreieren sehr viele Chancen und wir müssen die Chancen, die wir haben, dann wieder konsequent nutzen. Augsburg-Trainer Martin Schmidt kann gegen Bayern wieder auf einen breiten Kader zurückgreifen. Für Marco Richter erscheint ein Einsatz wieder möglich. Auch die FCA-Nationalspieler sind fit zurückgekehrt. Jetzt gilt's, einen gemeinsamen Matchplan zu schmieden. Man muss ihn da auch mitnehmen in so einem Spiel und nicht den eigenen Plan durchdrücken. Und da sind wir, glaube ich, in einem guten Austausch und da werden wir uns darauf folgen. Wir dürfen also gespannt sein, wie unsere Jungs das schwere Spiel gegen die Bayern angehen. Versprechen kann ich, dass wir vollen Einsatz zeigen, dass sie sehen, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die wo unbedingt will. Und ich glaube, das brauchen wir auch, damit wir was holen gegen Bayern. Augsburg hält zusammen. Auch am Samstag geht's nur gemeinsam. Holt euch das Lachen wieder zurück.